Mein Name ist Ulrich Hage und wir machen uns heute mal Gedanken, was passiert im Frühling und ganz besonderer Blick, wann darf ich meine Kakteen zum ersten Mal nach draußen bringen. Im Frühling haben wir nicht nur Frühlingsgefühle, sondern es beginnt alles zu wachsen. Die ersten sonnigen Tage bringen manchmal ganz schnell auch die ersten Blüten mit sich. Und ja, viele Zeitgenossen sagen dann so, und jetzt muss mein Kaktus nach draußen. Eine Woche mit Sonne im März kann also fatal sein. Wenn ich dann meine Kakteen tatsächlich sofort rausbringe, dann noch ein kalter April hinterherkommt, dann habe ich mal Kakteen gehabt. Die beste Zeit, Kakteen nach draußen zu bringen, ist nach den Eisheiligen. Die Eisheiligen sind Mitte Mai. Kakteen fühlen sich draußen fast alle wohl. Es gibt ein paar Ausnahmen, die man also einfach drinnen halten sollte. Das sind Pflanzen, die aus extrem warmen Regionen kommen. Ja, der beste Platz, meinen Kaktus nach draußen zu stellen, ist natürlich Südseite. Kakteen sind Sonnenkinder. Da ist es wichtig, dass also die Pflanzen immer in der Sonne stehen auch. Das Erste, was nach dem Winter ganz wichtig ist, ist die Pflanze nochmal genau anzugucken. Habe ich Schädlinge dran? Ist die Pflanze gesund? Und eine ganz einfache Geschichte, damit die Pflanze wirklich gut und sicher und vor allen Dingen ohne Sonnenbrand rauskommen kann ins Freie. Das können Kakteen tatsächlich bekommen. Ich suche mir einfach einen Tag, wo die Sonne nicht scheint. Wenn dann trotzdem wider Erwarten die Sonne rauskommt innerhalb der ersten 3, 4 Tage, wäre es einfach gut, die Pflanzen während des Sonnenscheins einfach abzudecken. Und wer jetzt zwar Geschmack bekommen hat, aber noch nicht so richtig weiß, was er jetzt auswählen soll für seine neue schöne Pflanzendekoration, der kann also gerne zu uns in die Gärtnerei kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Da finden Sie viele Leute, die also viel Erfahrung auch mit Kakteen haben. Und alternativ können Sie natürlich, wenn Sie schon ungefähr eine Ahnung haben, gerne auch auf unserer Internetseite www.kakteenhage.de nachschauen. Auch da gibt es also eine ganze Menge Anregungen.